Die eigene Wohnung, das eigene Haus. Für die meisten Menschen ihr persönlicher Rückzugsort. Doch wenn Einbrecher sich Zutritt verschaffen und persönliche Dinge durchwühlen, Mietnomaden die Eigentumswohnung verwüsten oder die Nachbarn anfangen zu terrorisieren, dann ist das Zuhause nicht mehr sicher. Hinter diesen Fenstern tobt seit über 2 Jahren ein heftiger Nachbarschaftsstreit. Bärbel Jurecka lebt mit ihrem Lebensgefährten in einer Eigentumswohnung. Doch wohl fühlt sie sich hier schon lange nicht mehr. Wir wollen hier absolut nicht mehr, weil wir einfach nicht mehr zur Ruhe kommen. Wir haben mittendrin Renovierungsarbeiten abgebrochen. Wir hatten schon Material geordert, das haben wir wieder zurückgezogen. Wir möchten also wirklich absolut keinen Cent mehr hier reinstecken. Wir wollen einfach nur noch hier weg. Der Ärger beginnt 2009, kurz nach dem Einzug einer neuen Nachbarin. Cordula B. kauft die Wohnung im 2. Stock für sich und ihre Tochter. Ein halbes Jahr bleibt alles friedlich. Doch dann beginnt, was die anderen Hausbewohner später als Terror bezeichnen. Cordula B. benutzt den Staubsauger mitten in der Nacht. Ihre Anlage dreht sie auf, bis die Musik im ganzen Haus zu hören ist. Dann beginnt der Telefonterror. Cordula B. wohnt direkt unter Bärbel Jurecka. Weil sich die Nachbarin mehrfach über den Lärm beschwert hat, lässt Cordula B. ihr Telefon aus Rache immer wieder klingeln. Es waren ja wirklich teilweise an manchen Tagen bis zu 100 Anrufen am Tag. Ja, und das macht einen schon irre. Bärbel Jurecka wird das Lieblingsopfer von Cordula B. Wenn die beiden Nachbarinnen im Hausflur aufeinandertreffen, kommt es zu Streit, Beleidigungen und sogar Handgreiflichkeiten. Cordula B. wartet oft nur darauf, dass ihre Nachbarin den Flur betritt. Also hier hat sie eben halt sehr oft gelauert, um eben halt wieder irgendwas Boshaftes zu tun. Das war also wirklich erschreckend. Ich kann immer wieder nur sagen, man kann dann anschließend nachvollziehen, warum man Angst hat, alleine durch den Flur zu gehen. Dieses Video, aufgenommen von ihrem Lebensgefährten, zeigt, von Cordulas Balkon wird eine Flüssigkeit in den Garten gespritzt. Alle Pflanzen in der Nähe gehen ein. An den Briefkästen im Flur hängen Todesanzeigen aus der Zeitung und mitten in der Nacht spielt Cordula B. immer wieder Dicke von Marius Müller-Westernhagen. Damit will sie Bärbel Jurecka treffen, die Cordula immer wieder als Dicke beleidigt. Fast täglich rufen die Hausbewohner die Polizei zu Hilfe, doch die Beamten können immer nur kurz für Ruhe sorgen. Meist geht der Ärger schon kurze Zeit später weiter. Das Haus ist inzwischen als Bochumer Terrorhaus bekannt. Bärbel Jurecka hält es kaum noch hier aus. Ständig dann diese Beschimpfung und diese Verhöhnung der anderen Mietmieter hier in diesem Haus. Nee. Ist einfach nur widerlich. Sowas habe ich noch nie erlebt. 12. Juli 2011. Die Situation im Haus eskaliert. Cordula B. trifft im Treppenhaus Waltraud Kuczynski aus dem 1. Stock. Sie packt die alte Dame, stößt sie die Treppe hinunter. Waltraud Kuczynski bricht sich Ellbogen und Schulter, muss ins Krankenhaus. Die Hausbewohner rufen wieder einmal die Polizei. Die Beamten wollen Cordula B. zu dem Vorfall befragen, doch die Frau wird immer aggressiver und beleidigt die Polizisten. Es kommt zu Handgreiflichkeiten und schließlich beißt Cordula B. einen Beamten in den Arm. Deshalb wird sie festgenommen, kommt in Untersuchungshaft. Landgericht Bochum, 1 Jahr später. Cordula B. ist angeklagt wegen schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung. Auch Bärbel Jurecka wird an der Verhandlung gegen ihre Nachbarin teilnehmen. Im Gerichtssaal wird sie Cordula B. heute zum ersten Mal wiedersehen. Ich hoffe, dass ich mich gut im Griff habe. Muss ich wirklich so sagen. Ich hoffe es wirklich. Sie sind schon richtig wütend. Aber sowas von. Also meinen Puls möchte ich jetzt nicht messen. Verhandelt wird heute der Angriff auf Waltraud Kuczynski. Als Cordula B. sie die Treppe runterschubste, brach sie sich Schulter und Ellbogen. Unter den Folgen des Nachbarschaftsstreits leidet sie bis heute. Was ich in meinem Alter noch mitmachen muss. Fast 54 Jahre wohnen wir da. War immer prima mit den Nachbarn und allem und dann das. Als Cordula B. den Gerichtssaal betritt, möchte sie nicht erkannt werden. Die Staatsanwaltschaft fordert ihre Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie, weil ihr Verhalten eine Gefahr für ihre Mitmenschen sei. Die Angeklagte sieht das anders. Im Prozess wird sie behaupten, sie sei das Opfer. Ihre Nachbarn hätten sie bedroht. Bärbel Jurecka kann es kaum fassen. Ich bin wütend,
ich bin stinkig. Das ist reine Showmache, was der Anwalt da von ihr. Der kommt da mit solch bekloppten Fragen. Das ist unglaublich. Man sieht regelrecht, der sucht nach irgendwelchen Sachen. Also unglaublich. Wirklich unglaublich. Der Anwalt von Cordula B. möchte vor der Kamera zum Prozess keine Stellung nehmen. Streit unter Nachbarn. Fast jeder 10. Deutsche hatte schon einmal solchen Ärger. Nachbarschaftsstreitigkeiten gehören mit zu den häufigsten Verfahren vor deutschen Gerichten. Fast ein halbes Jahr dauert der Prozess in Bochum. Dann folgt das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Cordula B. wird auf unbestimmte Zeit in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Es ist richtig, die Angeklagte in eine geschlossene Anstalt einzuweisen, weil sie eine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt und schwerste Straftaten mit großer Wahrscheinlichkeit begehen würde. Erleichterung bei den Hausbewohnern. Cordula B. wird nicht wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Waltraud Kuczynski kann den Angriff auf sie trotzdem nicht vergessen. Ich habe immer noch Albträume. Also das ist irgendwie, das wird man nicht los. Bis heute herrscht in diesem Haus weder Ruhe noch Frieden. Cordula B. lebt zwar nicht mehr hier, doch ihre Wohnung steht nicht leer. Ihre Tochter ist eingezogen und scheint in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Bärbel Jurecka kann wieder kaum schlafen. Wir werden eben halt jetzt mit extremem Krach attackiert, bis in die Nacht rein. Also an Nachtruhe, an einer vernünftigen ist gar nicht zu denken. Weil es ist wirklich jeden Tag irgendwas. Das ist sehr selten, dass man vielleicht mal einen halben Tag Ruhe hat, wenn die außer Haus sind. Dann funktioniert das vielleicht. Das heißt, der Terror geht weiter? Kann man so sagen. Die Tochter von Cordula B. will nicht mit uns sprechen. Ob hier jemals wieder Ruhe einkehrt, weiß Bärbel Jurecka nicht. Im Notfall bliebe nur der Auszug, sagt sie. Der Traum vom eigenen Haus. Für manche endet er im Albtraum. Denn wenn am Bau gepfuscht wird, bleibt statt einem gemütlichen Zuhause nur Ärger übrig. Wenn der Wetterbericht Regen ansagt, muss Ulrike Bauer schnell sein. Dann greift sie zur Harke und zieht einen Graben um ihr Haus. Ich mache dem Wasser Platz, weil wenn es regnet, läuft uns das Wasser ansonsten in den Keller rein, durch den Lichtschacht. Und das passiert leider immer wieder. Ein starker Schauer reicht und das Grundstück vor ihrem neuen Haus verwandelt sich in eine Schlammfläche. Wie es hier dann aussieht, zeigen diese Bilder. Schlimm wird es, wenn Regenwasser und aufgelöstes Erdreich diesen Lichtschacht erreichen. Dann fließt die braune Brühe in den Keller. Wenn es stark regnet, läuft dann hier abschüssig das Wasser alles Richtung Haus. Und letztes Jahr im Sommer hatten wir eben 50 cm Wasser im Keller stehen auf 120 Quadratmeter. Zum Glück war nur die Dämmwolle drin, sonst noch nichts. Im Keller zeigt uns Ulrike Bauer, was bei starkem Regen passiert. Alle Räume standen hier schon knietief unter Wasser. Das war so bis hierhin. Wenn ich hier stehe, ging mir das Wasser bis hierhin. So hoch stand es? So hoch stand es. 3 Tage lang gepumpt. Als das Wasser kam, war das Haus noch nicht bewohnt. Heute würde auch der Hausrat den Bauers seit ihrem Einzug im Keller lagern beschädigt und unbrauchbar. Das Wasser im Keller, dafür gibt es 2 Gründe. Planungs- und Baumängel. Für Ulrike Bauer und ihre Mutter eine Katastrophe. Im Januar 2010 hat sie mit einer Fertighausfirma den Vertrag für das neue Haus unterschrieben. Die alleinerziehende Mutter wollte mit ihren Kindern und ihren Eltern zusammenleben. Der Traum war ein Mehrgenerationenhaus, viel Platz für meine Mädchen und mich, für die Zukunft gerüstet, dass wir in den nächsten Jahren eigentlich bedenkenlos komfortabel leben können. Den Innenausbau wollten Bauers selber übernehmen. Doch da sie nicht wissen, wie groß die Baumängel sind, ist der Ausbau gestoppt. Jetzt leben sie in einem Rohbau und sind am Ende ihrer Kräfte. Ich bin fertig. Und das auf meine alten Tage. Ich bin 73 Jahre. Das hatten Sie sich so nicht vorgestellt. Ne? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das war ja mit dem Hauptgrund, warum wir gebaut haben, nochmal. Damit es leichter war im Alltag. Und dann kriegen wir es rechts und links noch schwer gemacht. Die Nerven liegen blank, denn in dem neuen Haus ist kein Raum fertig. Trotzdem musste Ulrike Bauer mit ihren Kindern und ihren Eltern hier einziehen. Ihr altes Haus hatte sie bereits verkauft. Als der Fertigstellungstermin des Neubaus immer weiter verschoben wurde, konnten sie zunächst noch wohnen bleiben. Doch dann wollte der neue Eigentümer nicht länger warten. Bauers mussten raus und rein in ihren Rohbau. Es ist schwer zu ertragen. Schwer zu ertragen. Weil so eine schöne Dusche, die wäre schon mal was ganz Tolles, ne? Ja, und weil wir halt lange geplant haben, alles bis ins Letzte geplant hatten,
mit den Anschlusshandwerkern, mit dem Geld, mit dem Bauplatz. Ja, und jetzt wohnen wir so. Dass nichts weitergeht, hat zwei Gründe. Ulrike Bauer ist überzeugt, dass man ihr eine frühere Fertigstellung des Rohbaus zugesagt habe. Um in ihrem alten Haus länger wohnen zu können, musste sie Miete zahlen. Das brachte den Finanzplan durcheinander. Weil im Keller immer wieder Wasser steht, befürchtet sie, der Neubau habe so große Mängel, dass er vielleicht sogar abgerissen werden muss. Es gibt Tage, da kann man es verdrängen. Da denkt man, okay, irgendwann wird alles. Dann gibt es wieder Tage, da wird man am liebsten gar nicht heimkommen. Man fühlt sich halt überhaupt nicht wohl. Da ist ja nichts fertig. Wir haben keinen Schrank, wir können uns nicht die Kleider einräumen, wir können gar nichts machen. Walter Badusche ist Baugutachter und Sachverständiger. Bauers haben ihn beauftragt, den Neubau zu untersuchen. Er soll herausfinden, warum immer wieder Regenwasser ins Haus dringt. Sein Urteil bestätigt die Befürchtung der Familie. Das Haus liegt ungefähr 50 cm zu tief gegenüber der Nachbarbebauung. Und dann liegt der, dieser Schacht hier, der liegt jetzt noch ca. 30 cm unter Straßenniveau. Das Haus steht tatsächlich einen halben Meter zu tief. Das scheint die Ursache der Probleme zu sein. Was passiert, wenn es regnet, will der Sachverständige mit einem Gartenschlauch überprüfen. Ulrike Bauer war sich sicher, dass beim Bau ihres neuen Hauses etwas schiefgelaufen ist. Der Test zeigt, das Wasser läuft zum Haus statt in die Kanalisation. Ein großes Problem. Für das Haus bedeutet es, dass die Zuluft- und Abluftschächte für die Wärmepumpe wahrscheinlich mit Wasser volllaufen werden. Und Sie haben ja auch schon festgestellt, dass da Wasser eingedrungen ist, dass der Keller einfach nicht wasserdicht gebaut ist. Der kurze Test reicht, um die Fließrichtung des Wassers zu erkennen. Wenn es diesen Lichtschacht erreicht, beginnt der Keller vollzulaufen. Und das ist ein Problem. Hier stehen Waschmaschine, Trockner, Wärmepumpe und Heizungsanlage. Der Gutachter will sehen, wie das Wasser ins Haus gelangt. Man sieht hier, dass hier die Feuchte das Erdreich mit hier reinbringt, dass hier tatsächlich Starkregen passiert und die Erde sogar hier bis in den Fensterrahmen einspült. Walter Badusche stellt fest, die Baugrube wurde zu weit ausgeschachtet, der Keller ist zu tief im Erdreich. Deshalb ist auch der Anschluss an die öffentliche Kanalisation nicht hoch genug. Der Gutachter kommt zu einem klaren Ergebnis. Das Ganze basiert auf einem Planungsfehler, weil der Architekt sich nicht nach der Sohle des Kanals in der Straße gerichtet hat und auch nicht an der Nachbebauung sich orientiert hat und das Gebäude um 50 cm höher gestellt hat. Ein grober Planungsfehler also. Genau das hatte Familie Bauer befürchtet. Weil sie nicht wissen, ob dieser Fehler behoben werden kann, haben sie alle weiteren Arbeiten erst einmal gestoppt, leben seitdem in einem Rohbau. Manuela Reibold-Rohlinger ist Fachanwältin für Baurecht. An sie haben sich Bauers in ihrer Not gewendet. Zum ersten Mal besichtigt sie heute die Baustelle, will sich ein Bild von der Situation machen. Immer wieder hat sie mit Familien wie Bauers zu tun, deren Wunsch vom eigenen Haus im Albtraum endet. Ja, so ein Anblick wie dieser ist nicht alltäglich. Dennoch, es gibt viele Facetten am Bau und viele wirklich auch persönliche Schicksale, die ich schon gesehen habe. Das ist einer von den schwereren Fällen, würde ich sagen. Familie Bauer hat die letzte Zahlung an die Fertighausfirma zurückgehalten. Sie fordern, dass ihr Haus angehoben wird. Das Unternehmen aber weigert sich. Der Streit wird wohl vor Gericht entschieden. Doch der Vertrag ist für die Hauskäufer sehr ungünstig, sagt die Juristin. Dieser Vertrag hier im konkreten Fall hat viele Verbraucherfallen. Die Bauherren haben hier ein Ausbauhaus gekauft und ihnen war überhaupt nicht klar, sind auch nicht beraten worden, was auf sie zukommt, also was sie selbst noch leisten müssen, was das kostet und welche Manpower das erfordert. Das war nicht aufgeklärt, nicht informiert und das ist ein großes Problem für die Bauherren hier. Aus ihrer Praxis weiß die Anwältin, Bauers sind kein Einzelfall. Der Traum vom Haus endet häufig vor Gericht und manchmal in der Insolvenz. Wir bitten die Baufirma um Stellungnahme, erhalten jedoch keine Antwort. Die Expertin rät Bauherren: Um eine Sicherheit zu haben als Bauherr und diesen doppelten Boden, halte ich eine Vertragsprüfung für wesentlich und auch erforderlich und eine baubegleitende Qualitätskontrolle. Verträge prüfen und erst zahlen, wenn ein Experte die Arbeiten begutachtet hat. Wer das berücksichtigt, kann Zeit, Ärger und Geld sparen. Kosten hierfür liegen allenfalls und wirklich höchstens bei 1% der Bruttosumme. Also wenn Sie für
300.000 Euro bauen, 3.000 Euro höchstens. Und das ist im Verhältnis zu einem Betrag, den Sie bei einem Rechtsstreit aufbringen müssen, wirklich eine sehr geringe Zahl. Für Familie Bauer aus Worms kommen diese Ratschläge zu spät. Sie hoffen auf eine baldige Einigung mit der Fertighausfirma, damit ihr neues Zuhause auch wirklich eins werden kann. Der Anzeigenteil im Lokalblatt, er kann zur Falle werden. Trickdiebe schalten Inserate, suchen angeblich nach alten Pelzen oder Schmuck. Doch wer Fremde ins Haus lässt, kann zum Opfer werden. Die vermeintlichen Käufer stehlen Bargeld, Schmuck, Kreditkarten. Wenn in Bochum Trickbetrüger am Werk waren, übernimmt Hauptkommissar Rauscher den Fall. Guten Tag, Rauscher, Kripo Bochum, das ist mein Ausweis. Okay. Ich bearbeite Ihren Fall, ich würde gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Alles klar. Bitte. Gut. Auch Familie Thorspecken ist auf den sogenannten Pelztrick hereingefallen, wurde in der eigenen Wohnung bestohlen. Das Ehepaar soll heute den Beamten schildern, wie die Tat genau abgelaufen ist. Jedes Detail ist für die Ermittlungen der Kripo Bochum wichtig. Mai 2012. Wie an jedem Samstag erhält die Familie eine Lokalzeitung zugestellt. Ein kostenloses Anzeigenblatt, wie es sie überall in Deutschland gibt. Rita Thorspecken liest immer gerne den Kleinanzeigenteil. Dabei stößt sie auf eine Annonce, in denen viel Geld für alte Pelze geboten wird. Da stehen immer die diversen Anzeigen drin, unter anderem auch ganz viele Pelze, die gebraucht werden. Und da ich einige Stücke davon im Keller habe, dachte ich, sie zu Geld machen zu können. Die Anzeigen klingen verlockend. Zahle 500 bis 8.000 Euro für Pelzmäntel, heißt es. Und es gibt nicht nur eine, sondern gleich mehrere Inserate. Rita Thorspecken hofft, ihre Pelze verkaufen zu können, doch ihr Mann zweifelt. Ich war sehr skeptisch, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was so viele Leute mit Pelzen anfangen wollen. Das hat Sie gewundert, ne? Es hat mich sehr gewundert und ich war sehr zurückhaltend jedenfalls diesem Geschäft gegenüber. Rita Thorspecken möchte ihre Haushaltskasse etwas aufbessern und ruft den ersten Inserenten auf der Liste an. Eine Handynummer. Es meldet sich eine freundliche Frauenstimme. An den Pelzen der älteren Dame bestände großes Interesse, sagt sie. Schon allein bei der ersten Anzeige kam ein zustimmendes Ja. Sie kämen vorbei. Und wann sie kommen könnten, ja, ich habe gesagt, sobald sie können, ja, sie wären ganz in der Nähe. Es dauert keine 15 Minuten, da erscheint eine junge Frau. Sie wirkt freundlich, gepflegt, vertrauenserweckend. Rita Thorspecken lässt die Fremde ins Haus. Dabei merkt sie jedoch nicht, die junge Frau zieht die Haustür hinter sich nicht ins Schloss. Ich bin dann mit ihr in den Keller gegangen und habe da also den Fehler begangen, die Haustür nicht hinter mir zuzuziehen, weil ich vorausging. Und ich war eben der Annahme, dass die Haustür dann auch zu war. Ein Fehler, wie sich später herausstellen wird. Im Keller zeigt Rita Thorspecken der jungen Frau ihre Pelzmäntel. Doch das Interesse der vermeintlichen Käuferin schwindet plötzlich. An jedem Stück hat sie etwas zu bemängeln, sagt, die Pelze seien zu alt und wären wertlos. Sie hat sich das angesehen und hatte eigentlich an jedem Teil irgendwas auszusetzen. Entweder roch nicht mehr ganz frisch, natürlich haben die da im Keller gehangen, aber ein bisschen Frischluftzufuhr hätte den Pelzen sicher schon genügt. Zur gleichen Zeit sitzt ihr Ehemann ein Stockwerk höher im Wohnzimmer und schaut Fernsehen. Was er dabei nicht bemerkt: Ein Fremder betritt das Haus. Für den Unbekannten kein Problem, denn die Haustür ist noch immer offen. Der Mann fühlt sich unbeobachtet, geht davon aus, dass außer den beiden Frauen im Keller niemand im Haus ist. Im Flur stiehlt er das Portemonnaie von Hans-Dieter Thorspecken mit Bargeld und Kreditkarten. Als er das Wohnzimmer betritt, entdeckt ihn der Hausbesitzer. Plötzlich guckte ich hoch und da stand mitten in unserem Wohnzimmer eine fremde Gestalt, schlimm aussehend. Wusste auch nicht, was zu sagen war. Der Rentner stellt den Unbekannten zur Rede, will wissen, was er in seinem Haus zu suchen habe. Der Mann behauptet, er gehöre zu den Pelzkäufern und solle beim Transport der Ware helfen. Hans-Dieter Thorspecken ist skeptisch. Er erlaubt dem Fremden jedoch, im Flur zu warten. In einem unbeobachteten Moment verschwindet der Mann und mit ihm das Portemonnaie von Hans-Dieter Thorspecken.
Währenddessen beschäftigt die junge Frau Rita Thorschmecken weiter im Keller. Immer wieder schaut sie sich die Pelze an, obwohl sie an allen etwas auszusetzen hat. Schließlich behauptet sie, eine Lederkombination kaufen zu wollen und nennt einen hohen Preis. 300 bis 350 Euro. Die sollte es aber. Ob ich damit einverstanden wäre, habe ich zugestimmt. Die Rentnerin freut sich, zumindest ein Teil verkaufen zu können. Doch Geld gibt es nicht. Die junge Dame hält Rita Thorschmecken mit einer Ausrede weiterhin. Sie verschwand dann auch. Ne? Ja, nee, sie sagte, sie müsse das da mit ihrem Auftraggeber noch besprechen. Sie würde aber in spätestens 10 Minuten wieder anrufen. Was dann nicht der Fall war, ne? Natürlich nicht. Hans-Dieter Thorschmecken kommt zu diesem Zeitpunkt ein Verdacht. Ihm fällt sein Portemonnaie ein, das er immer an der Garderobe in seiner Tasche aufbewahrt. Ich bin aufgesprungen und hingelaufen und habe festgestellt, dass es weg war. Ja, was war da drin? Es war immerhin ein nicht unbeträchtlicher Geldanteil, so unter 175 Euro. Mein Personalausweis, mein Herzschrittmacherausweis und natürlich die EC-Karte. Mhm. Das waren schon erhebliche Verluste. Wäre der Täter nicht entdeckt worden, er hätte noch mehr Beute gemacht. Der vermeintliche Pelzkauf ist eine Masche, die Kommissar Rauscher kennt. Er weiß, viele Menschen lassen sich durch scheinbar seriöse Annoncen hinters Licht führen. Der Beamte warnt deshalb vor solchen Inseraten, in denen Pelze und immer wieder auch Gold gesucht werden. Das sind in erster Linie Lockanzeigen. Die Leute möchten erstmal ins Haus reinkommen. So, dann haben sie entweder die Möglichkeit, betrügerisch Gold anzukaufen, vielleicht für wenig Geld. Oder eben halt so die Masche, auf die das Ehepaar hier leider reingefallen ist, dass sie die Tür hinter sich nicht zumachen und eine zweite oder dritte Person ins Haus reinkommt, während der eigentliche Täter die Leute ablenkt. Und die durchsuchen dann halt die Wohnung und nehmen alle Wertgegenstände, denen sie in kurzer Zeit habhaft werden können, mit. Die Inserate werden meist unter falschen Namen aufgegeben. Die Diebe nutzen dabei Handynummern von unpersönlichen Prepaid-Karten. So ist der Täter schwer zu ermitteln. Kommissar Rauscher hat eine klare Empfehlung. Am besten schütze ich mich, wenn ich überhaupt keine fremden Personen in die Wohnung reinlasse. Egal, unter welchem Vorwand die Personen jetzt an meiner Haustür erscheinen, in meiner Wohnung, in meinem Haus, hat keine fremde Person irgendetwas zu suchen. Die Aufklärungsrate solcher Fälle ist niedrig, doch Kommissar Rauscher ist hartnäckig. Mit den genauen Beschreibungen der Täter will er die Ermittlungen jetzt fortsetzen. Den eigenen Umzug günstig gestalten, das hoffen viele. Doch auf dem Billigmarkt tummeln sich auch Betrüger. Statt eines sorgenfreien Umzugs hat man dann am Ende nur Ärger und unnötige Kosten. Ein Mehrfamilienhaus in der Nähe von Dortmund. Im Mai 2011 wollte Marion Laberenz umziehen. Aber das war Horror, das war ein Albtraum, dieser Umzug. Ein simpler Umzug in ihre neue Wohnung stand an. Möbel, Kleider, Bücher, der Hausstand eines Zwei-Personen-Haushaltes soll transportiert werden. Im Internet findet Marion Laberenz ein vermeintlich günstiges Umzugsunternehmen. Die haben dann einen Außendienstler geschickt. Der wirkte auch sehr seriös und ganz vernünftig und nett. Der hat mit mir die ganze Wohnung ausgemessen und dann hat er gesagt, das Ganze kostet sie 800 Euro. Und dann habe ich gefragt, ist das ein Festpreis oder kommen da noch versteckte Kosten hinzu? Dann hat er gesagt, nein, das ist alles komplett. Auch ihre Eltern wollen am Umzugstag mit anpacken. Marion Laberenz erteilt mündlich den Auftrag. 800 Euro Festpreis für den Umzug waren vereinbart, sagt sie. 16. Mai 2011, das Umzugsunternehmen schickt pünktlich die Möbelpacker. Zunächst läuft auch alles wie vereinbart. Die Männer laden Kisten und Möbel in ihren Transporter. Und dann hat der Vorarbeiter der Firma gesagt, so, wir haben ja gesagt Barzahlung, dann machen wir jetzt die Rechnung fertig. Wie zuvor vereinbart, hat Marion Laberenz zur Bezahlung 800 Euro in bar von der Bank geholt. Dieses Geld will sie dem Vorarbeiter geben. Doch der Mann scheint nichts von einem Festpreis zu wissen. Seine Rechnung wird plötzlich immer länger. Er hat sich dann dahingestellt, hat eine Rechnung geschrieben, hat aber für mich die ganzen Zahlen also nicht ersichtlich gemacht. Er hat immer ein Blatt drauf gehalten, immer weiter addiert. Ja, und dann kam der Endpreis und der lag so ungefähr bei 3.400 Euro.
Marion Laberens traut ihren Augen nicht. Sie beginnt mit den Arbeitern zu diskutieren, weist darauf hin, dass sie mit dem Unternehmen den Festpreis von 800 Euro verabredet habe. Doch die Männer bleiben kompromisslos, werden sogar aggressiv. Schließlich drohen sie der alleinerziehenden Mutter, berichtet sie uns. Ich habe dann gesagt, ja, dass ich das nicht bezahlen kann und auch nicht bereit bin, das zu bezahlen. Ja, und dann haben sie mir schon gedroht und haben gesagt, ich wäre ein Zechpreller und wenn ich das jetzt nicht bezahlen würde und sofort zur Kasse fahren würde und das Geld hole, dann würden sie halt mit dem LKW jetzt wegfahren. Da hatte ich natürlich Angst, weil ich hatte ja meinen ganzen Mobiliar, war ja auf dem LKW. Die 46-Jährige weiß sich nicht mehr zu helfen, sagt sie. Die Männer haben ihren gesamten Hausstand und drohen damit wegzufahren. Schließlich gibt sie ihnen die vereinbarten 800 Euro. Und als er die 800 Euro ja quasi eingesteckt hat, hat er seinen Chef angerufen und hat gesagt, so, ich habe die Kohle jetzt im Sack, wir laden jetzt wieder ab. Da habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Und dann passiert für Marion Laberens eine Katastrophe. Die Männer laden Kisten und Möbel vor ihrer alten Wohnung wieder auf die Straße. Als der Transporter leer ist, verschwinden sie. Weil diese Aktion schnell und rücksichtslos passiert, werden dabei viele Möbel beschädigt, sagt Marion Laberens. Die Tricks der Umzugsbetrüger sind auch dem Bundesverband der Möbelspediteure bekannt. Christian Henkel ärgert sich über diese schwarzen Schafe, die eine ganze Branche in Verruf bringen. Deshalb rät er allen, die mit einem Unternehmen umziehen wollen, dass ich darauf achte, ist die Adresse vollständig angegeben. Im Idealfall ist der Möbelspediteur bekannt bei Freunden, bei Verwandten, die gute Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Es gibt weitere Indikatoren, dass man schaut, liegen Zertifikate vor, ist das Angebot übersichtlich, können Nachfragen beantwortet werden. Seriöse Umzugsunternehmen berechnen ihre Preise individuell. Komplettpakete zum Festpreis sollten ein Hinweis sein, ganz genau hinzuschauen. Diese Tipps kommen für Marion Laberens leider zu spät. Sie hat den Inhaber ihrer Umzugsfirma angezeigt. Heute ist Prozessauftakt am Amtsgericht in Mülheim an der Ruhr. Seit der Anzeige werde sie vom Angeklagten unter Druck gesetzt und habe Angst, sagt sie. Schon, weil ich halt auch sehr viel Bedrohung bekommen habe, weil ich ja alleine wohne mit meinem Sohn. Und dann haben sie mich ja telefonisch bedroht und ja, ist schon komisch zumute. Dann erscheint der Mann, dem sie einen der schlimmsten Tage ihres Lebens verdankt. Da ist er im Übrigen. Der Firmeninhaber und seine Mitarbeiter müssen vor Gericht erscheinen und aussagen. Mit uns will der Mann nicht sprechen. Marion Laberens hatte sich auf ein mündliches Angebot verlassen. Ein Fehler, wie sich heute zeigt. Vor Gericht behaupten die Männer der Spedition, es sei nie ein Festpreis vereinbart worden. Die geforderten 3.400 Euro wären der ganz normale Preis für den geplanten Umzug gewesen. Ich habe schon richtig gekocht innerlich, aber man kann einfach nicht dazwischen reden, weil die Anwälte ja meistens verhandeln. Aber ich fand das schon, weil es einfach nicht stimmte, wie das Ganze rüberkam. Auch der Anwalt des Angeklagten will nicht mit uns sprechen. Ihr Geld hat Marion Laberens von der Umzugsfirma bis heute nicht zurück, denn der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber sie wird nicht aufgeben. Mietnomaden. So werden Menschen genannt, die von Wohnung zu Wohnung ziehen und ihre Miete nicht zahlen. Wenn nach einem langen Rechtsstreit endlich eine Räumungsklage durch ist, verschwinden diese Mieter gerne und hinterlassen dabei Müll und Verwüstung. Klaus Otterbein gehört in diesem Mehrfamilienhaus eine Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss. Doch seit fast einem Jahr zahlt die Bewohnerin keinen Cent mehr an ihn. Wir hatten gerade frisch renoviert. Neues Laminat, neue Fliesen im Bad, weil es doch relativ verwohnt war. Und da haben wir uns entschieden, weil die Wohnung hatten wir ja schon etwas länger, und da haben wir uns entschieden, dann das mal zu renovieren. Dann haben wir eine Einbauküche reingemacht, ja, neue Elektrogeräte. So sieht es jetzt halt nicht mehr so schön aus. Im Januar gelingt es dem Eigentümer zum letzten Mal, seine Wohnung zu betreten. Dabei kann er diese Fotos machen. In der Küche stapelt sich das schmutzige Geschirr. Die frisch renovierte Wohnung ist vollgestellt mit Kartons und Müllsäcken. Obwohl Klaus Otterbein seiner Mieterin gekündigt hat, weigert sich die Frau auszuziehen. Ist schon schlimm, ja. Aber man ist machtlos, ja. Wir versuchen, Kontakt aufzunehmen. Auf unser Klingeln öffnet niemand. Die Rollläden der Erdgeschosswohnung bleiben unten. Doch wir erreichen die Mieterin telefonisch, bitten sie, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Sie streitet die Vorwürfe des Eigentümers ab, sagt, sie zahle ihre Miete. Für ein Interview stehe sie jedoch nicht zur Verfügung.
Wir haben das Interview mit Ihrem Vermieter schon gemacht und ich wollte einfach jetzt bei Ihnen anfragen, ob Sie dazu bereit wären, eben ein Interview mit uns zu machen. Okay, also Sie möchten dazu nicht mehr sagen. Schon mehrfach hat Klaus Otterbein den Mietvertrag gekündigt, doch ohne Reaktion. Bei der Vermietung hat er nicht damit gerechnet, dass jemand so mit seinem Eigentum umgehen würde. Die Mieterin machte einen guten Eindruck. Ja, war seriös, war wie aus dem Einpelt, geschminkt, top, alles in Ordnung gewesen. Ja. Sie hat uns erzählt, sie wäre Fremdsprachensekretärin in einer amerikanischen Firma in Frankfurt und sie wäre selbstständig und würde da, ich glaube, 4.000 Euro im Monat verdienen. 450 Euro Miete fehlen Klaus Otterbein jeden Monat. Die Räumung der Wohnung ist inzwischen gerichtlich beschlossen, doch sein Schaden wird immer größer. Ja, was wir jetzt als Ausfall haben, das sind mit Gerichtskosten, mit Anwaltskosten rund 12.000 Euro momentan. 12.000 Euro, die Klaus Otterbein eigentlich in seine Altersvorsorge stecken wollte. Bremerhaven, auch Kirsten Robertson, wurde Opfer eines Mietnomaden. Wenn Sie hierher kommen und Ihr Elternhaus so sehen, wie geht's Ihnen dabei? Schlecht. Schlecht. Der Mieter zahlte nicht und zerstörte ihr Eigentum. Das Pflaster der Einfahrt hat er rausgerissen, die Steine verkauft. Auch den Gartenzaun hat der Mann abmontiert und zu Geld gemacht. Wo ist der Zaun jetzt? Den hat er verkauft. Das habe ich von den Nachbarn, weil das ist dann sichtbar gewesen, dass hier Kaufinteressenten waren und den Zaun mitgenommen haben und gekauft haben. Das heißt, Ihr Mieter hat Ihren Eigentum verkauft? Ja. Oktober 2009. In Begleitung eines Gerichtsvollziehers kann Kirsten Robertson zum ersten Mal wieder ihr Elternhaus betreten. 2 Jahre war es vermietet. Mehrere tausend Euro Miete sind offen, das Haus verwüstet und vermüllt. Das war die Trennwand zur Küche, weil hier früher eben da waren die Wasseranschlüsse und hier war die Küchenzeile. Hier war die Küchenzeile. Wo ist die jetzt? Die ist auch auf dem Müll. Die haben wir hinter den Büschen und Sträuchern gefunden. 3 Jahre sind seitdem vergangen. Wir treffen Kirsten Robertson erneut, wollen wissen, ob sie es geschafft hat, ihr Elternhaus wieder bewohnbar zu machen. Gemeinsam schauen wir uns noch einmal an, welche Schäden der Mietnomade hier verursacht hat. Das trifft mich. Das ist nicht deren Eigentum gewesen. Und allein die Behauptung, das haben wir nicht gemacht, das haben wir nicht getan, was für ein Blödsinn. Sachbeschädigung, Mietausfall, Anwaltskosten. Insgesamt beläuft sich der Schaden hier auf ca. 40.000 Euro. Das Haus ist bis heute nicht bewohnbar. Wenn es soweit ist, sagt Kirsten Robertson, wird sie selber einziehen. Vermieten kommt für mich nicht mehr in Frage. Überhaupt nicht. Gar nicht. Man kriegt natürlich Versprechungen gemacht. Ah, es ist bei mir anders und so. Aber das Vertrauen ist zerstört. Das, was hier an Schaden entstanden ist, das reicht mir, bis ich in Rente gehe. Und das würde ich nicht nochmal riskieren. Keinesfalls. Wo der Mietnomade heute wohnt, weiß Kirsten Robertson nicht. Er verschwand nach dem Auszug spurlos. Berlin. Eigentümerschutzgemeinschaft Haus und Grund. Rechtsanwalt Kai Warnecke weiß, dass es Eigentümer schwer haben, Mieter, die nicht zahlen, aus ihren Wohnungen zu kriegen. Um Ärger zu vermeiden, rät der Experte: Für den Vermieter ist es wichtig, die Fakten zu prüfen und sich nicht auf das Bauchgefühl zu verlassen. Das bedeutet erstens Prüfung des Personalausweises. Hat der potenzielle Mietinteressent eine gültige Adresse und Anschrift? Zweitens Einholung eines Solvenzcheckes oder für den Fall, dass der Mieter eine Schufa-Auskunft selbst erbringen kann, dass er diese Selbstauskunft also besorgt. Und drittens Kontrolle beispielsweise der Lohnbescheinigung des Arbeitgebers und die Bitte, eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung vom Vorvermieter nachzureichen, um zu sehen, dass die Miete in den vergangenen Jahren immer ordentlich gezahlt worden ist. Wer sich an diese Tipps hält, kann sich relativ sicher vor Mietnomaden schützen, denn ein guter erster Eindruck reicht nicht immer. Winterzeit ist Einbruchszeit. Durch Fenster und Terrassentüren gelangen die Täter in die Wohnungen. Dabei werden Schmuck und Wertgegenstände entwendet, aber das Eindringen in die Privatsphäre ist für die Opfer oft das größere Problem. Olaf Rauscher und ein Kollege sind auf dem Weg zum Tatort. Die Beamten haben heute Spätdienst. Im Winter eine anstrengende Schicht, denn sobald es dunkel wird, machen sich die Einbrecher ans Werk. Man kann sagen, dass so ab 17 Uhr fangen die Tatorte an. Die werden allerdings in der Regel etwas später entdeckt, weil die Leute ja berufstätig sind.
So ist es auch in diesem Fall. Streifenbeamte sind noch am Tatort. Der Einsatzleiter informiert seine Kollegen von der Kripo. Tja, wenn Wohnungseinbruch wollt, Täter waren wahrscheinlich noch am Ort, weil die Geschädigte hat versucht reinzukommen. Da war ein Stuhl von innen gegen die Tür gestellt. Geschädigte sind jetzt drin in der Küche. Ja? Okay, gut. Alles klar. Danke. Gerne. Die Rückseite des Hauses. Die große Schiebetür zur Terrasse steht offen. Eine Scheibe der Doppelverglasung ist zerschlagen. Rauscher will wissen, wie die Täter ins Haus kamen. Die haben die ganze Leiste rausgebrochen und konnten dann von außen mit einem großen Schraubenzieher oder so auf den Griff hier einwirken und den Griff nach oben schieben. Und man sieht auch, wenn man jetzt hier, da kann man komplett durch nach innen. Und so ist dann auch die Tür geöffnet worden. Okay, dann haben wir das Rätsel auch schon mal gelöst. Der Einbruch bei Familie Gaub, für Hauptkommissar Rauscher ein typischer Fall. Die Familie war nicht zu Hause, die Täter hatten freie Bahn. Hier waren keine Gelegenheitsdiebe am Werk. Hausbesitzer Ulrich Gaub zeigt, wo die Einbrecher fündig geworden sind. Nur Geld und Schmuck fehlen. Ja, ich sag mal, der materielle Schaden ist, glaube ich, relativ überschaubar bei uns. Es sind ein paar Münzen, ein paar Schmuckgegenstände, die weggekommen sind. Das ist mir der ideelle Wert. Ne? Und denke ich auch, was uns sicherlich mehr beschäftigen wird, ist der Schrecken, den uns die Täter halt eingejagt haben und die Unsicherheit, die sich jetzt hier ergeben. PC ist da, Festplatte. Unsicher im eigenen Haus. Für die Familie ein neues, ein äußerst unangenehmes Gefühl. Doch Gaubs werden damit von der Polizei nicht allein gelassen. Opferschutzbeauftragte kümmern sich in solchen Fällen. Die Täter drangen in alle Räume ein, haben sogar die Spardosen der beiden Söhne mitgehen lassen. Für Rauscher harter Alltag. Ist schon ganz bitter. Aber da nehmen die Täter keine Rücksicht drauf. Die nehmen das, was sie mitkriegen können. Und irgendwelche Schicksale interessieren die nicht. Und die interessiert auch nicht, wie die Leute dahinterher teilweise drunter leiden. Dass eben halt Fremde bei ihnen im Haus waren, in ihrer Wäsche rumgewühlt haben. Da haben wir also ganz, ganz viele Geschädigte, die da hinterher noch lange Probleme mit haben. Kommissar Asso Blum sucht nach Spuren der Einbrecher. Die Beamten setzen alles daran, die Täter zu ermitteln. Doch die Aufklärungsquote ist gering. In weniger als 20% aller Fälle werden die Einbrecher identifiziert und verurteilt. Präsidium Bochum einige Tage später. Die Beamten hatten Erfolg, konnten einen Einbrecher kurz nach der Tat festnehmen. Der 24-Jährige hatte diesen Rucksack bei sich, doch wandern wollte er damit nicht. Das sind Einbruchswerkzeuge, die haben wir gestern bei einem Täter sicherstellen können. Unter anderem, wie man sieht, hier einen kleinen Hammer. Mit den Spitzen kann man sehr gut Scheiben einschlagen. Das wird in der Regel in Griffhöhe von so Balkon- oder Terrassentüren eingeschlagen. Und durch dieses entstandene Loch wird dann durchgegriffen und dann kann man die Verriegelung von innen lösen und die Tür dann halt öffnen. Simple Schraubendreher aus dem Baumarkt kommen bei Einbrüchen am häufigsten zum Einsatz. Das schwere Brecheisen dagegen eher selten. Damit überwindet man im Prinzip jede Sicherung, weil man hat, bedingt schon durch die große Länge, hat man da so eine Hebelwirkung, da macht man eigentlich alles mit auf. Aber es ist eigentlich nicht das gewöhnliche Täterwerkzeug, weil wer auf dem Weg zum Tatort mit so einem Ding angetroffen wird, der macht sich ja sofort verdächtig. Auch seine Beute hatte der Täter noch im Rucksack. Ein Erfolg für die Ermittler. Dieser Schmuck wird seinen Besitzern zurückgegeben. Da ist noch einiges an Schmuck drin, da sind Perlenketten drin, da sind teilweise Goldketten drin und hier ist noch eine ältere Uhr drin. Die Sachen konnten wir aber alle schon zuordnen, da wissen wir also, aus welchem Einbruch die stammen und die werden dann morgen direkt an die Geschädigten wieder ausgehändigt. Wieder wird ein Einbruch gemeldet. Rauscher muss zu einem neuen Tatort. Hier kamen die Diebe im Schutze der Nacht. Als er von der Arbeit nach Hause kam, entdeckte Holger Hassenflug die Tat. Die Diebe waren da schon verschwunden. Auf der Suche nach Beute haben sie in seinem Schlafzimmer alles aus den Schränken gerissen. Hatten Sie auch irgendwelche Wertgegenstände so zwischen der Wäsche? Also im Schlafzimmer im Prinzip gar nichts. Ne? Hier sind die Diebe leer ausgegangen, aber nebenan im Arbeitszimmer wurden sie fündig. Hier die Schubladen alle aufgemacht, ausgeräumt. Ich habe einiges Ausländisches Geld, wir haben Dollar und so weiter gehabt. Das haben sie mitgenommen, das Kleinzeug da liegen gelassen. Wir sind schon ungefähr so eine Ahnung, wie viel Beute jetzt so, was für ein Gesamtschaden da entstanden ist. Ich schätze mal jetzt so Pi mal Daumen, 5000 Euro. Oh ja, das ist ja eine Menge. Die Täter waren überall in der Wohnung. Im Wohnzimmer haben sie Bargeld und einen riesigen Fernseher mitgehen lassen. Und was ich besonders dreist fand, war hier, dass
hier in dem Raum ein 55 Zoll LED-Bildschirm war, der wirklich sehr groß war, den man eigentlich nur mit zwei Mann tragen konnte, von der Halterung abgeschraubt. Das hier schon. Von hier bis hier, so breit. Von dieser Straße müssen die Täter gekommen sein. In die Wohnung gelangten sie durch dieses Fenster. Kommissar Blum sucht nach Spuren. Er weiß, Rahmen und Riegel bieten nicht viel Widerstand. Ein geübter Einbrecher ist hier in wenigen Sekunden drin. Hier unten sind zwei Hebelmarken an der Öffnungsseite. Die haben gereicht, das Fenster aufzuhebeln und dann hier einzusteigen. Wonach sieht das aus? Spezialwerkzeug? Nein, das ist ein ganz normaler Schraubendreher, 14 mm Breite. Der hat genug Kraft, das Fenster aufzumachen. Zweimal angesetzt und schon rein? Und schon rein, ja. Die Hausratversicherung wird den Schaden voraussichtlich übernehmen. Doch der Einbruch wäre vermeidbar gewesen. Wohnungen ohne jede Sicherung sind fast eine Einladung an die Täter. Also da muss dann einfach appelliert werden an die Wohnungseigentümer. Die müssen einfach mehr für die Sicherung der Fenster und der Türen tun. Die Beamten wissen, Einbrecher haben es immer eilig. Stoßen sie auf Widerstand, lassen sich Türen oder Fenster nicht schnell öffnen, verschwinden sie meist. Mehr Schutz vor ungebetenen Besuchern, um das zu erreichen, gibt es viele Möglichkeiten. Eine besondere Lösung bietet die Polizei im Rhein-Erft-Kreis bei Köln an. Erfahrene Beamte machen hier einen Sicherheitscheck vor Ort. Erwin Müller hat dazu die Polizei kommen lassen, denn schon mehrfach haben Unbekannte versucht, in sein Haus zu gelangen. Es ist versucht worden, bei uns einzubrechen. Einmal hat uns gereicht, aber es ist noch dreimal nachträglich versucht worden, einzubrechen. Kommen Sie rein. Kommissar Ewald Eckstein hilft Hausbesitzern wie Erwin Müller. Rund 750 Einbrüche pro Jahr im Rhein-Erft-Kreis waren der Polizei einfach zu viel. Deshalb gibt es jetzt diese Hausbesuche. Sollen wir da mal rundgehen? Ich zeige Ihnen das mal gerne. Ja, prima. Ich lege die Sachen mal kurz hin. Ja, okay. Fangen wir auch hier direkt an. Die Terrassentür, aha. Der abschließbare Griff, den haben wir schon mal hier. Schön. Aha. Die Pilzzapfen, Pilzkopfvorregelung, sehr schön. Ja, hier haben wir sie. Schön. Gucken wir uns auch. Sogenannte Pilzzapfen sind besondere Riegel. Schließt man die Tür, rasten sie in Scharniere ein und erschweren damit ein Aufbrechen der Tür. Vor einigen Wochen war Kommissar Eckstein hier und hat alle Sicherheitsmängel notiert. Heute will er sehen, ob seine Verbesserungsvorschläge auch umgesetzt wurden. Prima, hier sieht man auch schon mal die Verschraubung, die ist schon mal gut. Ja, prima, schön stramm, klasse. Das hebelt Ihnen keiner mehr weg, das ist eine gute Sicherung. Das Gitter über dem Kellerfenster lag früher lose auf. Dieser Weg ist jetzt versperrt. Kommissar Eckstein prüft als nächstes die Haustür. Sehr schön. Wir haben hier die sogenannte Mehrfachverriegelung. Wir haben hier greifende Haken, einen Schubhaken und hier nochmal den greifenden Haken. Die Verriegelung erhöht nicht nur die Sicherheit vor Einbrechern. Eine sogenannte Distanzsperre an der Tür schützt auch vor Betrügern, die versuchen, hineinzugelangen. Kommissar Eckstein ist mit der Einbrecherabwehr zufrieden. Deshalb wird dieses Haus auch eine spezielle Plakette der Polizei erhalten. Dieses Haus ist jetzt sicherer gegen Einbruch. So ist es richtig ausgedrückt. Jawohl. Er hat den Tätern den Riegel vorgeschoben. Sicher ist sicherer. Und er braucht sich so schnell keine Sorgen zu machen, dass mit den üblichen Werkzeugen, die der Wohnungseinbrecher mit sich führt, diese Elemente überwunden werden können. Der Aufwand, um sein Haus zu sichern, hat sich für Erwin Müller gelohnt. Also unser Haus ist ja nun das, wofür wir leben und in dem wir leben. Und jetzt fühlen wir uns auch wieder wohl hier. An rund 1500 Häuser hat die Polizei im Rhein-Erft-Kreis ihre Plaketten bisher vergeben. Fast alle wurden von Einbrechern seitdem verschont. Welche Manpower das erfordert, das war nicht aufgeklärt, nicht informiert und das ist ein großes Problem für die Bauherren hier. Aus ihrer Praxis weiß die Anwältin, Bauers sind kein Einzelfall. Der Traum vom Haus endet häufig vor Gericht und manchmal in der Insolvenz. Wir bitten die Baufirma um Stellungnahme, erhalten jedoch keine Antwort. Die Expertin rät Bauherren: Um eine Sicherheit zu haben als Bauherr und diesen doppelten Boden, halte ich eine Vertragsprüfung für wesentlich und auch erforderlich und eine baubegleitende Qualitätskontrolle. Verträge prüfen und erst zahlen, wenn ein Experte die Arbeiten begutachtet hat. Wer das berücksichtigt, kann Zeit, Ärger und Geld sparen. Kosten hierfür liegen allenfalls und wirklich höchstens bei 1% der Bruttosumme. Also wenn Sie für
300.000 Euro bauen, 3.000 Euro höchstens, und das ist im Verhältnis zu einem Betrag, den Sie bei einem Rechtsstreit aufbringen müssen, wirklich eine sehr geringe Zahl. Für Familie Bauer aus Worms kommen diese Ratschläge zu spät. Sie hoffen auf eine baldige Einigung mit der Fertighausfirma, damit ihr neues Zuhause auch wirklich eins werden kann. Der Anzeigenteil im Lokalblatt, er kann zur Falle werden. Trickdiebe schalten Inserate, suchen angeblich nach alten Pelzen oder Schmuck. Doch wer Fremde ins Haus lässt, kann zum Opfer werden. Die vermeintlichen Käufer stehlen Bargeld, Schmuck, Kreditkarten. Wenn in Bochum Trickbetrüger am Werk waren, übernimmt Hauptkommissar Rauscher den Fall. Guten Tag, Rauscher, Kripo Bochum, das ist mein Ausweis. Okay. Ich bearbeite Ihren Fall, ich würde gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Alles klar. Bitte. Gut. Auch Familie Torschbecken ist auf den sogenannten Pelztrick hereingefallen, wurde in der eigenen Wohnung bestohlen. Das Ehepaar soll heute dem Beamten schildern, wie die Tat genau abgelaufen ist. Jedes Detail ist für die Ermittlungen der Kripo Bochum wichtig. Mai 2012. Wie an jedem Samstag erhält die Familie eine Lokalzeitung zugestellt. Ein kostenloses Anzeigenblatt, wie es sie überall in Deutschland gibt. Rita Torschbecken liest immer gerne den Kleinanzeigenteil. Dabei stößt sie auf eine Annonce, in denen viel Geld für alte Pelze geboten wird. Da stehen immer die diversen Anzeigen drin, unter anderem auch ganz viele Pelze, die gebraucht werden. Und da ich einige Stücke davon im Keller habe, dachte ich, sie zu Geld machen zu können. Die Anzeigen klingen verlockend. Zahle 500 bis 8.000 Euro für Pelzmäntel, heißt es. Und es gibt nicht nur eine, sondern gleich mehrere Inserate. Rita Torschbecken hofft, ihre Pelze verkaufen zu können, doch ihr Mann zweifelt. Ich war sehr skeptisch, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was so viele Leute mit Pelzen anfangen wollen. Das hat Sie gewundert, ne? Es hat mich sehr gewundert und ich war, ja, ich war sehr... Weil die Anwälte ja meistens verhandeln, aber ich fand das schon, weil es einfach nicht stimmte, wie das Ganze rüberkam. Auch der Anwalt des Angeklagten will nicht mit uns sprechen. Ihr Geld hat Marion Laberenz von der Umzugsfirma bis heute nicht zurück, denn der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber sie wird nicht aufgeben. Mietnomaden. So werden Menschen genannt, die von Wohnung zu Wohnung ziehen und ihre Miete nicht zahlen. Wenn nach einem langen Rechtsstreit endlich eine Räumungsklage durch ist, verschwinden diese Mieter gerne und hinterlassen dabei Müll und Verwüstung. Klaus Otterbein gehört in diesem Mehrfamilienhaus eine Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss. Doch seit fast einem Jahr zahlt die Bewohnerin keinen Cent mehr an ihn. Mir hatte gerade frisch renoviert, neues Laminat. Neue Fliesen im Bad, weil es doch relativ verwohnt war. Und da haben wir uns entschieden, weil die Wohnung hatten wir ja schon etwas länger, und da haben wir uns entschieden, dann das mal zu renovieren. Da haben wir eine Einbauküche reingemacht, ja, neue Elektrogeräte. Und so sieht es jetzt halt nicht mehr so schön aus. Im Januar gelingt es dem Eigentümer zum letzten Mal, seine Wohnung zu betreten. Dabei kann er diese Fotos machen. In der Küche stapelt sich das schmutzige Geschirr. Die frisch renovierte Wohnung ist vollgestellt mit Kartons und Müllsäcken. Obwohl Klaus Otterbein seiner Mieterin gekündigt hat, weigert sich die Frau auszuziehen. Ist schon schlimm, ja. Aber ist machtlos, ja. Wir versuchen, Kontakt aufzunehmen. Auf unser Klingeln öffnet niemand. Die Rollläden der Erdgeschosswohnung bleiben unten. Doch wir erreichen die Mieterin telefonisch, bitten sie, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Sie streitet die Vorwürfe des Eigentümers ab, sagt, sie zahle ihre Miete. Für ein Interview stehe sie jedoch nicht zur Verfügung. Wir haben das Interview mit Ihrem Vermieter schon gemacht und ich wollte einfach jetzt bei Ihnen anfragen, ob Sie dazu bereit wären, eben ein Interview mit uns zu machen. Okay, also Sie möchten dazu nicht mehr sagen. Schon mehrfach hat Klaus Otterbein den Mietvertrag gekündigt, doch ohne Reaktion. Bei der Vermietung hat er nicht damit gerechnet, dass jemand so mit seinem Eigentum umgehen würde. Die Mieterin machte einen guten Eindruck. Ja, war seriös, war wie aus dem Eingepellt, geschminkt, top, alles in Ordnung gewesen. Ja. Sie hat uns erzählt, sie wäre Fremdsprachensekretärin in einer amerikanischen Firma in Frankfurt und sie wäre selbstständig und würde da, ich glaube, 4.000 Euro im Monat verdienen. 450 Euro Miete fehlen Klaus Otterbein jeden Monat. Die Räumung der Wohnung ist inzwischen gerichtlich beschlossen, doch sein Schaden wird immer größer.
Ja, was wir jetzt als Ausfall haben, das sind mit Gerichtskosten, mit Anwaltskosten rund 12.000 Euro momentan. 12.000 Euro, die Klaus Otterbein eigentlich in seine Altersvorsorge stecken wollte. Bremerhaven, auch Kirsten Robertson wurde Opfer eines Mietnomaden. Wenn Sie hierher kommen und Ihr Eltern... Also wirklich erschreckend. Ich kann immer wieder nur sagen, man kann dann anschließend nachvollziehen, warum man Angst hat, alleine durch den Flur zu gehen. Dieses Video, aufgenommen von ihrem Lebensgefährten, zeigt, von Cordulas Balkon wird eine Flüssigkeit in den Garten gespritzt. Alle Pflanzen in der Nähe gehen ein. An den Briefkästen im Flur hängen Todesanzeigen aus der Zeitung und mitten in der Nacht spielt Cordula B. immer wieder Dicke von Marius Müller-Westernhagen. Damit will sie Bärbel Jurecka treffen, die Cordula immer wieder als Dicke beleidigt. Fast täglich rufen die Hausbewohner die Polizei zu Hilfe, doch die Beamten können immer nur kurz für Ruhe sorgen. Meist geht der Ärger schon kurze Zeit später weiter. Das Haus ist inzwischen als Bochumer Terrorhaus bekannt. Bärbel Jurecka hält es kaum noch hier aus. Ständig dann diese Beschimpfung und diese Verhöhnung der anderen Mietmieter hier in diesem Haus. Nee. Ist einfach nur widerlich. Sowas habe ich noch nie erlebt. 12. Juli 2011. Die Situation im Haus eskaliert. Cordula B. trifft im Treppenhaus Waltraud Kuczynski aus dem ersten Stock. Sie packt die alte Dame, stößt sie die Treppe hinunter. Waltraud Kuczynski bricht sich Ellbogen und Schulter, muss ins Krankenhaus. Die Hausbewohner rufen wieder einmal die Polizei. Die Beamten wollen Cordula B. zu dem Vorfall befragen, doch die Frau wird immer aggressiver und beleidigt die Polizisten. Es kommt zu Handgreiflichkeiten und schließlich beißt Cordula B. einen Beamten in den Arm. Deshalb wird sie festgenommen, kommt in Untersuchungshaft. Landgericht Bochum, ein Jahr später. Cordula B. ist angeklagt wegen schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung. Auch Bärbel Jurecka wird an der Verhandlung gegen ihre Nachbarin teilnehmen. Im Gerichtssaal wird sie Cordula B. heute zum ersten Mal wiedersehen. Ich hoffe, dass ich mich gut im Griff habe. Muss ich wirklich so sagen. Ich hoffe es wirklich. Sie sind schon richtig wütend. Aber sowas von. Also mein Puls möchte ich jetzt nicht messen. Verhandelt wird heute der Angriff auf Waltraud Kuczynski. Als Cordula B. sie die Treppe runterschubste, brach sie sich Schulter und Ellbogen. Unter den Folgen des Nachbarschaftsstreits leidet sie bis heute. Dass ich in meinem Alter noch mitmachen muss. Fast 54 Jahre wohnen wir da. War immer prima mit den Nachbarn und allem und dann das. Als Cordula B. den Gerichtssaal betritt, möchte sie nicht erkannt werden. Die Staatsanwaltschaft fordert ihre Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie, weil ihr Verhalten eine Gefahr für ihre Mitmenschen sei. Die Angeklagte sieht das anders. Im Prozess wird sie behaupten, sie sei das Opfer. Ihre Nachbarn hätten sie bedroht. Bärbel Jurecka kann es kaum fassen. Ich bin wütend, ich bin stinkig. Das ist reine Showmache, was der Anwalt da von ihr. Der kommt da mit solch bekloppten Fragen. Das ist unglaublich. Fordert ihre Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie, weil ihr Verhalten eine Gefahr für ihre Mitmenschen sei. Die Angeklagte sieht das anders. Im Prozess wird sie behaupten, sie sei das Opfer. Ihre Nachbarn hätten sie bedroht. Bärbel Jurecka kann es kaum fassen. Ich bin wütend. Ich bin stinkig. Das ist reine Showmache, was der Anwalt da von ihr. Der kommt da mit solch bekloppten Fragen. Das ist unglaublich. Man sieht regelrecht, der sucht nach irgendwelchen Sachen. Also unglaublich. Wirklich unglaublich. Der Anwalt von Cordula B. möchte vor der Kamera zum Prozess keine Stellung nehmen. Streit unter Nachbarn. Fast jeder zehnte Deutsche hatte schon einmal solchen Ärger. Nachbarschaftsstreitigkeiten gehören mit zu den häufigsten Verfahren vor deutschen Gerichten. Fast ein halbes Jahr dauert der Prozess in Bochum. Dann folgt das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Cordula B. wird auf unbestimmte Zeit in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Es ist richtig, die Angeklagte in eine geschlossene Anstalt einzuweisen, weil sie eine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt und schwerste Straftaten mit großer Wahrscheinlichkeit begehen würde. Erleichterung bei den Hausbewohnern. Cordula B. wird nicht wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Waltraud Kuczynski kann den Angriff auf sie trotzdem nicht vergessen. Ich habe immer noch Albträume. Also das ist irgendwie, das wird man nicht los. Bis heute herrscht in diesem Haus weder Ruhe noch Frieden. Cordula B. lebt zwar nicht mehr hier, doch ihre Wohnung steht nicht leer.
Ihre Tochter ist eingezogen und scheint in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Bärbel Jurecka kann wieder kaum schlafen. Wir werden eben halt jetzt mit extremem Krach attackiert, bis in die Nacht rein. Also Nachtruhe an einer vernünftigen ist gar nicht zu denken. Weil es ist wirklich jeden Tag irgendwas. Das ist sehr selten, dass man vielleicht mal einen halben Tag Ruhe hat, wenn die außer Haus sind. Dann funktioniert das vielleicht. Das heißt, der Terror geht weiter? Kann man so sagen. Die Tochter von Cordula B. will nicht mit uns sprechen. Ob hier jemals wieder Ruhe einkehrt, weiß Bärbel Jurecka nicht. Im Notfall bliebe nur der Auszug, sagt sie. Der Traum vom eigenen Haus. Für manche endet er im Albtraum. Denn wenn am Bau gepfuscht wird, bleibt statt einem gemütlichen Zuhause nur Ärger übrig. Wenn der Wetterbericht Regen ansagt, muss Ulrike Bauer schnell sein. Dann greift sie zur Harke und zieht einen Graben um ihr Haus. Ich mache dem Wasser Platz, weil wenn es regnet, läuft uns das Wasser ansonsten in den Keller rein, durch den Lichtschacht. Und das passiert leider immer wieder. Ein starker Schauer reicht und das Grundstück vor ihrem neuen Haus verwandelt sich in eine Schlammfläche. Wie es hier dann aussieht, zeigen diese Bilder. Schlimm wird es, wenn Regenwasser und aufgelöstes Erdreich diesen Lichtschacht erreichen. Dann fließt die braune Brühe in den Keller. Und zerstört ihr Eigentum. Das Pflaster der Einfahrt hat er rausgerissen, die Steine verkauft. Auch den Gartenzaun hat der Mann abmontiert und zu Geld gemacht. Wo ist der Zaun jetzt? Den hat er verkauft. Das habe ich von den Nachbarn, weil das ist dann sichtbar gewesen, dass hier Kaufinteressenten waren und den Zaun mitgenommen haben und gekauft haben. Das heißt, ihr Mieter hat ihren Eigentum verkauft? Ja. Oktober 2009. In Begleitung eines Gerichtsvollziehers kann Kirsten Robertson zum ersten Mal wieder ihr Elternhaus betreten. 2 Jahre war es vermietet. Mehrere tausend Euro Miete sind offen, das Haus verwüstet und vermüllt. Das war die Trennwand zur Küche, weil hier früher eben da waren die Wasseranschlüsse und hier war die Küchenzeile. Hier war die Küchenzeile. Wo ist die jetzt? Die ist auch auf dem Müll. Die haben wir hinter den Büschen und Sträuchern gefunden. 3 Jahre sind seitdem vergangen. Wir treffen Kirsten Robertson erneut, wollen wissen, ob sie es geschafft hat, ihr Elternhaus wieder bewohnbar zu machen. Gemeinsam schauen wir uns noch einmal an, welche Schäden der Mietnomade hier verursacht hat. Das trifft mich. Das ist nicht deren Eigentum gewesen. Und allein die Behauptung, das haben wir nicht gemacht, das haben wir nicht getan, was für ein Blödsinn. Sachbeschädigung, Mietausfall, Anwaltskosten. Insgesamt beläuft sich der Schaden hier auf ca. 40.000 Euro. Das Haus ist bis heute nicht bewohnbar. Wenn es soweit ist, sagt Kirsten Robertson, wird sie selber einziehen. Vermieten kommt für mich nicht mehr in Frage. Überhaupt nicht. Gar nicht. Man kriegt natürlich Versprechungen gemacht, es ist bei mir anders und so. Aber das Vertrauen ist zerstört. Das, was hier an Schaden entstanden ist, das reicht mir, bis ich in Rente gehe. Und das würde ich nicht nochmal riskieren. Keinesfalls. Wo der Mietnomade heute wohnt, weiß Kirsten Robertson nicht. Er verschwand nach dem Auszug spurlos. Berlin. Eigentümerschutzgemeinschaft Haus und Grund. Rechtsanwalt Kai Warnecke weiß, dass es Eigentümer schwer haben, Mieter, die nicht zahlen, aus ihren Wohnungen zu kriegen. Um Ärger zu vermeiden, rät der Experte: Für den Vermieter ist es wichtig, die Fakten zu prüfen und sich nicht auf das Bauchgefühl zu verlassen. Das bedeutet, erstens Prüfung des Personalausweises, hat der potenzielle Mietinteressent eine gültige Adresse und Anschrift. Zweitens Einholung eines Solvenzcheckes oder für den Fall, dass der Mieter eine Schufa-Auskunft selbst erbringen kann, dass er diese Selbstauskunft also besorgt. Und drittens Kontrolle beispielsweise der Lohnbescheinigung des Arbeitgebers und die Bitte, eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung vom Vorvermieter nachzureichen, um zu sehen, dass die Miete in den vergangenen Jahren immer ordentlich gezahlt worden ist. Wer sich an diese Tipps hält, kann sich relativ sicher vor Mietnomaden schützen, denn ein guter erster Eindruck reicht nicht immer. Winterzeit ist Einbruchszeit. Durch Fenster und doch Gaubs werden damit von der Polizei nicht allein gelassen. Opferschutzbeauftragte kümmern sich in solchen Fällen. Die Täter drangen in alle Räume ein, haben sogar die Spardosen der beiden Söhne mitgehen lassen. Für Rauscher harter Alltag. Ist schon ganz bitter. Aber da nehmen die Täter keine Rücksicht drauf. Die nehmen das, was sie mitkriegen können. Und irgendwelche Schicksale interessieren die nicht. Die interessiert auch nicht, wie die Leute dahinter teilweise drunter leiden. Dass eben halt Fremde bei ihnen im Haus waren, in ihrer Wäsche rumgewühlt haben. Da haben wir also ganz, ganz viele Geschädigte, die da hinterher noch lange Probleme mit haben.
Kommissar Asso Blum sucht nach Spuren der Einbrecher. Die Beamten setzen alles daran, die Täter zu ermitteln. Doch die Aufklärungsquote ist gering. In weniger als 20% aller Fälle werden die Einbrecher identifiziert und verurteilt. Präsidium Bochum einige Tage später. Die Beamten hatten Erfolg, konnten einen Einbrecher kurz nach der Tat festnehmen. Der 24-Jährige hatte diesen Rucksack bei sich, doch wandern wollte er damit nicht. Das sind Einbruchswerkzeuge, die haben wir gestern bei einem Täter sicherstellen können. Unter anderem, wie man sieht, hier einen kleinen Hammer. Mit den Spitzen kann man sehr gut Scheiben einschlagen. Das wird in der Regel in Griffhöhe von so Balkon- oder Terrassentüren eingeschlagen. Und durch dieses entstandene Loch wird dann durchgegriffen und dann kann man die Verriegelung von innen lösen und die Tür dann halt öffnen. Simple Schraubendreher aus dem Baumarkt kommen bei Einbrüchen am häufigsten zum Einsatz. Das schwere Brecheisen dagegen eher selten. Damit überwindet man im Prinzip jede Sicherung, weil man hat, bedingt schon durch die große Länge, hat man da so eine Hebelwirkung, da macht man eigentlich alles mit auf. Aber es ist eigentlich nicht das gewöhnliche Täterwerkzeug, weil wer auf dem Weg zum Tatort mit so einem Ding angetroffen wird, der macht sich ja sofort verdächtig. Auch seine Beute hatte der Täter noch im Rucksack. Ein Erfolg für die Ermittler. Dieser Schmuck wird seinen Besitzern zurückgegeben. Da ist noch einiges an Schmuck drin, da sind Perlenketten drin, da sind teilweise Goldketten drin und hier ist noch eine ältere Uhr drin. Die Sachen konnten wir aber alle schon zuordnen, da wissen wir also, aus welchem Einbruch die stammen und die werden dann morgen direkt an die Geschädigten wieder ausgehändigt. Wieder wird ein Einbruch gemeldet. Rauscher muss zu einem neuen Tatort. Hier kamen die Diebe im Schutze der Nacht. Als er von der Arbeit nach Hause kam, entdeckte Holger Hassenflug die Tat. Die Diebe waren da schon verschwunden. Auf der Suche nach Beute haben sie in seinem Schlafzimmer alles aus den Schränken gerissen. Hatten Sie auch irgendwelche Wertgegenstände so zwischen der Wäsche? Also im Schlafzimmer im Prinzip gar nichts. Ne? Hier sind die Diebe leer ausgegangen, aber nebenan im Arbeitszimmer wurden sie fündig. Hier die Schubladen alle aufgemacht, ausgeräumt. Ich habe einiges ausländisches Geld, wir haben Dollar und so weiter gehabt. Das haben sie mitgenommen, das Kleine. Ländliche Frauenstimme. An den Pelzen der älteren Dame bestände großes Interesse, sagt sie. Schon allein bei der ersten Anzeige kam ein zustimmendes Ja. Sie kämen vorbei. Und wann sie kommen könnten, ja, ich habe gesagt, sobald sie können, ja, sie wären ganz in der Nähe. Es dauert keine 15 Minuten, da erscheint eine junge Frau. Sie wirkt freundlich, gepflegt, vertrauenserweckend. Rita Torschbecken lässt die Fremde ins Haus. Dabei merkt sie jedoch nicht, die junge Frau zieht die Haustür hinter sich nicht ins Schloss. Ich bin dann mit ihr in den Keller gegangen und habe da also den Fehler begangen, die Haustür nicht hinter mir zuzuziehen, weil ich vorausging. Und ich war eben der Annahme, dass die Haustür dann auch zu war. Ein Fehler, wie sich später herausstellen wird. Im Keller zeigt Rita Torschbecken der jungen Frau ihre Pelzmäntel. Doch das Interesse der vermeintlichen Käuferin schwindet plötzlich. An jedem Stück hat sie etwas zu bemängeln, sagt, die Pelze seien zu alt und wären wertlos. Sie hat sich das angesehen und hatte eigentlich an jedem Teil irgendwas auszusetzen. Entweder roch nicht mehr ganz frisch, natürlich haben die da im Keller gehangen, aber ein bisschen Frischluftzufuhr hätte den Pelzen sicher schon genügt. Zur gleichen Zeit sitzt ihr Ehemann ein Stockwerk höher im Wohnzimmer und schaut Fernsehen. Was er dabei nicht bemerkt, ein Fremder betritt das Haus. Für den Unbekannten kein Problem, denn die Haustür ist noch immer offen. Der Mann fühlt sich unbeobachtet, geht davon aus, dass außer den beiden Frauen im Keller niemand im Haus ist. Im Flur stiehlt er das Portemonnaie von Hans-Dieter Torschbecken mit Bargeld und Kreditkarten. Als er das Wohnzimmer betritt, entdeckt ihn der Hausbesitzer. Plötzlich guckte ich hoch und da stand mitten in unserem Wohnzimmer eine fremde Gestalt, schlimm aussehend und wusste auch nicht, was zu sagen war. Der Rentner stellt den Unbekannten zur Rede, will wissen, was er in seinem Haus zu suchen habe. Der Mann behauptet, er gehöre zu den Pelzkäufern und solle beim Transport der Ware helfen. Hans-Dieter Torschbecken ist skeptisch. Er erlaubt dem Fremden jedoch im Flur zu warten. In einem unbeobachteten Moment verschwindet der Mann und mit ihm das Portemonnaie von Hans-Dieter Torschbecken.
Währenddessen beschäftigt die junge Frau Rita Torschmecken weiter im Keller. Immer wieder schaut sie sich die Pelze an, obwohl sie an allen etwas auszusetzen hat. Schließlich behauptet sie, eine Lederkombination kaufen zu wollen und nennt einen hohen Preis. 300 bis 350 Euro. Ob ich damit einverstanden wäre, habe ich zugestimmt. Die Rentnerin freut sich, zumindest einen Teil verkaufen zu können. Doch Geld gibt es nicht. Goldketten drin und hier ist noch eine ältere Uhr drin. Die Sachen konnten wir aber alle schon zuordnen. Da wissen wir also, aus welchem Einbruch die stammen. Und die werden dann morgen direkt an die Geschädigten wieder ausgehändigt. Wieder wird ein Einbruch gemeldet. Rauscher muss zu einem neuen Tatort. Hier kamen die Diebe im Schutze der Nacht. Als er von der Arbeit nach Hause kam, entdeckte Holger Hassenflug die Tat. Die Diebe waren da schon verschwunden. Auf der Suche nach Beute haben sie in seinem Schlafzimmer alles aus den Schränken gerissen. Hatten Sie auch irgendwelche Wertgegenstände so zwischen der Wäsche? Also im Schlafzimmer im Prinzip gar nichts. Ne? Hier sind die Diebe leer ausgegangen, aber nebenan im Arbeitszimmer wurden sie fündig. Hier die Schubladen alle aufgemacht, ausgeräumt. Ich habe einiges ausländisches Geld, wir haben Dollar und so weiter gehabt. Das haben sie mitgenommen, das Kleinzeug da liegen gelassen. Mhm. Wir sind schon ungefähr so eine Ahnung, wie viel Beute jetzt so, was für ein Gesamtschaden da entstanden ist. Ich schätze mal jetzt so Pi mal Daumen, 5000 Euro. Oh ja, das ist ja eine Menge. Die Täter waren überall in der Wohnung. Im Wohnzimmer haben sie Bargeld und einen riesigen Fernseher mitgehen lassen. Und was ich besonders dreist fand, war hier, dass hier in dem Raum ein 55 Zoll LED-Bildschirm war, der wirklich sehr groß war, den man eigentlich nur mit zwei Mann tragen konnte, von der Halterung abgeschraubt. Das hier ging schon. Von hier bis hier so breit. Von dieser Straße müssen die Täter gekommen sein. In die Wohnung gelangten sie durch dieses Fenster. Kommissar Blum sucht nach Spuren. Er weiß, Rahmen und Riegel bieten nicht viel Widerstand. Ein geübter Einbrecher ist hier in wenigen Sekunden drin. Hier unten sind zwei Hebelmarken an der Öffnungsseite. Die haben gereicht, das Fenster aufzuhebeln und dann hier einzusteigen. Wonach sieht das aus? Spezialwerkzeug? Nein, das ist ein ganz normaler Schraubendreher, 14 mm Breite. Der hat genug Kraft, das Fenster aufzumachen. Zweimal angesetzt und schon rein? Und schon rein, ja. Die Hausratversicherung wird den Schaden voraussichtlich übernehmen. Doch der Einbruch wäre vermeidbar gewesen. Wohnungen ohne jede Sicherung sind fast eine Einladung an die Täter. Also da muss dann einfach appelliert werden an die Wohnungseigentümer. Die müssen einfach mehr für die Sicherung der Fenster und der Türen tun. Die Beamten wissen, Einbrecher haben es immer eilig. Stoßen sie auf Widerstand, lassen sich Türen oder Fenster nicht schnell öffnen, verschwinden sie meist. Mehr Schutz vor ungebetenen Besuchern, um das zu erreichen, gibt es viele Möglichkeiten. Eine besondere Lösung bietet die Polizei im Rhein-Erft-Kreis bei Köln an. Erfahrene Beamte machen hier einen Sicherheitscheck vor Ort. Erwin Müller hat dazu die Polizei kommen lassen, denn schon mehrfach haben Unbekannte versucht, in sein Haus zu gelangen. Es ist versucht worden, bei uns einzubrechen. Die für 300.000 Euro bauen, 3.000 Euro höchstens, und das ist im Verhältnis zu einem Betrag, den Sie bei einem Rechtsstreit aufbringen müssen, wirklich eine sehr geringe Zahl. Für Familie Bauer aus Worms kommen diese Ratschläge zu spät. Sie hoffen auf eine baldige Einigung mit der Fertighausfirma, damit ihr neues Zuhause auch wirklich eins werden kann. Der Anzeigenteil im Lokalblatt, er kann zur Falle werden. Trickdiebe schalten Inserate, suchen angeblich nach alten Pelzen oder Schmuck. Doch wer Fremde ins Haus lässt, kann zum Opfer werden. Die vermeintlichen Käufer stehlen Bargeld, Schmuck, Kreditkarten. Wenn in Bochum Trickbetrüger am Werk waren, übernimmt Hauptkommissar Rauscher den Fall. Guten Tag, Rauscher, Kripo Bochum, das ist mein Ausweis. Okay. Ich bearbeite Ihren Fall, ich würde gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Alles klar, bitte. Gut. Auch Familie Torschmecken ist auf den sogenannten Pelztrick hereingefallen, wurde in der eigenen Wohnung bestohlen. Das Ehepaar soll heute den Beamten schildern, wie die Tat genau abgelaufen ist. Jedes Detail ist für die Ermittlungen der Kripo Bochum wichtig. Mai 2012. Wie an jedem Samstag erhält die Familie eine Lokalzeitung zugestellt. Ein kostenloses Anzeigenblatt, wie es sie überall in Deutschland gibt. Rita Torschmecken liest immer gerne den Kleinanzeigenteil.
Dabei stößt sie auf eine Annonce, in denen viel Geld für alte Pelze geboten wird. Da stehen immer die diversen Anzeigen drin, unter anderem auch ganz viele Pelze, die gebraucht werden. Und da ich einige Stücke davon im Keller habe, dachte ich, sie zu Geld machen zu können. Die Anzeigen klingen verlockend. Zahle 500 bis 8000 Euro für Pelzmäntel, heißt es. Und es gibt nicht nur eine, sondern gleich mehrere Inserate. Rita Thorspecken hofft, ihre Pelze verkaufen zu können. Doch ihr Mann zweifelt. Ich war sehr skeptisch, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was so viele Leute mit Pelzen anfangen wollen. Das hat Sie gewundert, ne? Das hat mich sehr gewundert und ich war, ja, ich war sehr zurückhaltend jedenfalls diesem Geschäft gegenüber. Rita Thorspecken möchte ihre Haushaltskasse etwas aufbessern und ruft den ersten Inserenten auf der Liste an. Eine Handynummer. Es meldet sich eine freundliche Frauenstimme. An den Pelzen der älteren Dame bestände großes Interesse, sagt sie. Schon allein bei der ersten Anzeige kam ein zustimmendes Ja. Sie kämen vorbei. Und wann sie kommen könnten, ja, ich habe gesagt, sobald sie können, ja, sie wären ganz in der Nähe. Es dauert keine 15 Minuten, da erscheint eine junge Frau. Sie wirkt freundlich, gepflegt, vertrauenserweckend. Rita Thorspecken lässt die Fremde ins Haus. Dabei merkt sie jedoch nicht, die junge Frau... Das Angebot übersichtlich, können Nachfragen beantwortet werden. Seriöse Umzugsunternehmen berechnen ihre Preise individuell. Komplettpakete zum Festpreis sollten ein Hinweis sein, ganz genau hinzuschauen. Diese Tipps kommen für Marion Laberenz leider zu spät. Sie hat den Inhaber ihrer Umzugsfirma angezeigt. Heute ist Prozessauftakt am Amtsgericht in Mülheim an der Ruhr. Seit der Anzeige werde sie vom Angeklagten unter Druck gesetzt und habe Angst, sagt sie. Schon, weil ich halt auch sehr viel Bedrohung bekommen habe, weil ich ja alleine wohne mit meinem Sohn. Und dann haben sie mich ja telefonisch bedroht und ja, ist schon komisch zumute. Dann erscheint der Mann, dem sie einen der schlimmsten Tage ihres Lebens verdankt. Da ist er im Übrigen. Der Firmeninhaber und seine Mitarbeiter müssen vor Gericht erscheinen und aussagen. Mit uns will der Mann nicht sprechen. Marion Laberenz hatte sich auf ein mündliches Angebot verlassen. Ein Fehler, wie sich heute zeigt. Vor Gericht behaupten die Männer der Spedition, es sei nie ein Festpreis vereinbart worden. Die geforderten 3.400 Euro wären der ganz normale Preis für den geplanten Umzug gewesen. Ich habe schon richtig gekocht innerlich, aber man kann einfach nicht dazwischen reden, weil die Anwälte ja meistens verhandeln. Aber ich fand das schon, weil es einfach nicht stimmte, wie das Ganze rüberkam. Auch der Anwalt des Angeklagten will nicht mit uns sprechen. Ihr Geld hat Marion Laberenz von der Umzugsfirma bis heute nicht zurück, denn der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber sie wird nicht aufgeben. Mietnomaden. So werden Menschen genannt, die von Wohnung zu Wohnung ziehen und ihre Miete nicht zahlen. Wenn nach einem langen Rechtsstreit endlich eine Räumungsklage durch ist, verschwinden diese Mieter gerne und hinterlassen dabei Müll und Verwüstung. Klaus Otterbein gehört in diesem Mehrfamilienhaus eine Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss. Doch seit fast einem Jahr zahlt die Bewohnerin keinen Cent mehr an ihn. Wir hatten gerade frisch renoviert. Neues Laminat, neue Fliesen im Bad, weil es doch relativ verwohnt war. Und da haben wir uns entschieden, weil die Wohnung hatten wir ja schon etwas länger, und da haben wir uns entschieden, dann das mal zu renovieren. Da haben wir eine Einbauküche reingemacht, ja, neue Elektrogeräte. So sieht es jetzt halt nicht mehr so schön aus. Im Januar gelingt es dem Eigentümer zum letzten Mal, seine Wohnung zu betreten. Dabei kann er diese Fotos machen. In der Küche stapelt sich das schmutzige Geschirr. Die frisch renovierte Wohnung ist vollgestellt mit Kartons und Müllsäcken. Obwohl Klaus Otterbein seiner Mieterin gekündigt hat, weigert sich die Frau auszuziehen. Ist schon schlimm, ja. Aber ist machtlos, ja. Wir versuchen, Kontakt aufzunehmen. Auf unser Klingeln öffnet niemand. Die Rollläden der Erdgeschosswohnung bleiben unten. Doch wir erreichen die Mieterin telefonisch, bitten sie, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Sie streitet die Vorwürfe des